die wunderbar das quasi beweisen, wenn ich Ja. vom Erwachen der Menschheit spreche. Und das will man verhindern. Das Erwachen der Menschheit soll verhindert werden, weil ansonsten kann man uns nicht mehr, ja, manipulieren. Auf der einen Seite haben wir diese Frequenzerhöhung, die dazu führt, dass immer mehr Menschen aufwachen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich diese herrschenden Mächte oder Energien, die natürlich Angst davor haben, ihre Macht, die Herrschaft über diesen Planeten zu verlieren. Könnte das ein Grund sein, warum die gerade auch so sehr versuchen, mit allen Mitteln eben die Kontrolle zu behalten? Mein Name ist Tobi, willkommen hier auf diesem Kanal. Wir reagieren hier auf Menschen, die uns inspirieren, die uns weiterbringen können. Heute reagieren wir auf Dieter Bröers bei Matthias Langwasser. Das große Erwachen findet jetzt statt. Lass uns sehen, ob wir wirklich völlig am Erwachen sind. Es gibt immer diese zwei Seiten, die ich sehe. Spirituelle Seite, ah, wir steigen auf. Bla 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 und die andere Seite, Kriege und so weiter. Und ich bin irgendwie immer so ein bisschen mittendrin. Natürlich habe ich lieber das Aufwachen und so weiter. Man sieht natürlich aber auch Kriege und viele weitere Dinge, die auf uns einprasseln. Und da bin ich immer ein bisschen in der Mitte halt, wie so oft. Aber lass uns mal sehen, was Dieter Bröers zu sagen hat. Danke vielmals, bist du hier. Danke für deine Unterstützung. Ich würde sagen, wir gehen gleich rein. Hallo, ihr Lieben. Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf den lieben Dieter Bröers, mit dem wir heute wieder ein Interview führen dürfen. Lieber Dieter, schön, dass du da bist. Matthias, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch. Und ja, wir wurden gerade unterbrochen von dem Internet, aber wir machen das jetzt nochmal, das Ganze. Ich habe gerade gesagt, ne, dass du ja für viele Menschen ein sehr bekannter Bewusstseinsforscher bist, der ja diese Welten Spiritualität und Wissenschaft eben schon seit langer Zeit versucht miteinander zu verbinden. Und was mich jetzt gerade besonders interessiert, auch in dieser sehr turbulenten Zeit, ist, mit was beschäftigst du dich aktuell? Was ist der Inhalt deiner Forschung? Ja, in der Forschung. Also aktuell ist es im Grunde genommen ein Zustand, den ich seit mindestens 20 Jahren als einen Dauerzustand bezeichne. Es gibt kaum Zwischenräume. Also es ist ausgefüllt, mein Leben ist ausgefüllt mit dem Beobachten, mit dem Wahrnehmen, mit den Visionen, die ich auch dazu habe, mit dem, was gerade mit der Welt passiert. Und da hilft mir natürlich das, was ich mir über Jahrzehnte auch als Naturwissenschaftler angeeignet habe. Und im Grunde genommen innerlich habe ich ja schon seit 20 Jahren geahnt. Und vor 20 Jahren fing ich aus dem Grunde an, öffentlich auch mit meinem Namen Bücher zu schreiben, Vorträge zu halten und so weiter. Vorher habe ich nicht im Traum daran gedacht, das öffentlich zu machen. Ich habe das unter Freunden, Kollegen diskutiert. Das hielt man für zu abwegig. Und letztlich sind die Dinge dann doch so eingetreten, wie ich sie doch schon vor vielen, vielen Jahren davor, bevor ich öffentlich Karlsarbeit betrieben habe, dargestellt habe. Dass man sagte, mein Gott, das stimmt ja, was du gesagt hast. Du bist der Zeit offenbar voraus. Vielleicht auch der Grund, warum ich also auf jeden Fall sehr, sehr viele, ich glaube, es sind über 100 erteilte Patente habe. Und so ein Patent erteilt man nicht, indem man das einfach abarbeitet. Das schafft man nicht. Über 100 Patente sind es in diesem Falle. Hätte ich in einem Leben gar nicht schaffen können. Aber es sind Inspirationen. Und insofern dient mir die Inspiration, auch immer einen Abgleich vorzunehmen, was passiert. Mit anderen Worten, auf deine Frage eingehen. Ich bin innerlich schon lange vorbereitet gewesen auf das, was jetzt gerade passiert. Wusste nicht so genau, wie, in welcher Form, aber es wird die größte Herausforderung sein. Es ist die größte Herausforderung. Und es geht letztlich nach wie vor um das sogenannte Erwachen. Ich meine, man kann natürlich sagen, dass Corona viele Menschen jetzt wirklich mehr aufgeweckt hat. Aber das ist ja nur ein Aspekt von allem. Wenn du da in diesen Kaninchenbau runtergehst, dann findest du einfach so viele Dinge, die du eigentlich gar nicht unbedingt wissen willst, weil es dein ganzes Weltbild, deine ganze Hoffnung in das Gute manchmal ein bisschen löscht, weil es einfach mal was so krass ist, was hier auf dieser Erde abgeht, also was es für Hinterrücksichte Menschen gibt, die uns gewisse Dinge antun wollen, die nichts mit dem Guten zu tun haben, also nichts für das Positive, für das Gesunde und so weiter. Und es kommen auch immer mehr Dinge auf,
über Corona und so, der Virus, der, also das wussten wir ja schon lange, dass der aus einem Labor kommt und so weiter. Und also ich habe jetzt heute Morgen eine Sendung gesehen, Radio München, Professor, ich weiß jetzt den Namen nicht gerade, der hat alles das ausgepackt und sehr schlüssig und sehr spannend, aber natürlich auch sehr heftig zu erfahren, was da abgeht und so weiter. Also wirklich noch heftig. Und ja, da kann man richtig tief in diesen Kaninchenbau gehen und kann das richtig herausfinden. Aber Corona hat viele Menschen aufgewacht. Ich glaube, viele Menschen sind so auf die Spur gekommen, vielleicht mal den Kopf in den Kaninchenbau zu halten, um mal ein bisschen Ausschau zu halten. Also es fängt ja immer irgendwie an. Das ist ein bisschen, da kann ich ein bisschen das Erwachen sehen, aber in anderen Teilen schlafen wir schon noch ziemlich. Ich wusste das mit diesen Patenten gar nicht. Was sind das für Patente oder für Erfindungen? Es sind Erfindungen, die mit, ja, man darf das Wort ja gar nicht sagen, nicht, dass du dir gleich wieder irgendwo auf einer Liste stehst. Ja, aber es hat was mit Energie zu tun. Ah, okay. Und es hat was mit Ja, Freiheit zu tun. genau. Und es hat was mit Verfahrenstechnologien zu tun, die mit im therapeutischen Sinne genutzt werden. Therapieverfahren, die heute auch Einzug gefunden haben, durch klinische Studien bestätigt wurden und heute auch zugelassen sind und so weiter als solche. Also Medizin und Energie sind meine Schwerpunktthemen gewesen und eigentlich immer noch. Passt ja sehr schön hinein, denn wir sind energetische Wesen und wenn wir über Energie sprechen, ist das ja ohnehin ein Zustand, der ja naturgemäß frei ist, ja. Denn wir stecken ja unsere Finger nicht in die Steckdose, um uns aufzuladen, sondern wir holen die Energie ja nicht nur aus der Nahrung, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Viele denken, das ist so, ist überhaupt nicht so. Da gibt es sehr schöne Studien drüber, dass man also auch ohne Nahrung auskommen kann. Ich habe damals Jasmohen mitbeobachten dürfen. Ah, kennst du sie persönlich? Ja, das ist zwar sehr lange her, ich war über 20 Jahre, glaube ich. Da gab es eine Testreihe von mehreren Leuten, da gehörte sie zu, dass das ärztlich und notariell beaufsichtigt wurde, was passiert, wenn man nur mit Lichtnahrung, mit anderen Worten, eben tatsächlich ohne feste Nahrung, und ich glaube, das waren nur Kräutertees und Wasser, und das wurde dann zumindest ein halbes Jahr untersucht, ja, medizinisch begleitet. Ich durfte dabei sein, ganz spannend, es funktioniert und hab dann erfahren müssen, dass in Indien das im Grunde genommen ein ganz altes Wissen ist. Es gibt viele Leute, gibt, die da nur mit Lichtenergie leben können. Das ist ein großes Thema. Und jetzt aber zu sagen, okay, ich esse ab morgen gar nichts mehr, das ist, glaube ich, dann auch nicht so richtig. Deswegen noch einen kleinen Zusatz dabei. Wer das umsetzen möchte, so wie Jasmohen, die das ja wohl jahrelang geschafft hat, in diesem Zustand der Lichtnahrung, ja, zu bleiben, das bedarf einer gewissen Grundhaltung, einer spirituellen Grundhaltung. Also da muss man schon eine gewisse spirituelle Reife haben, dann funktioniert das. Mit anderen Worten, Energie ist naturgemäß frei und wir haben es, und das ist auch schon Teil eines Schwerpunkts, den ich gerne nochmal ansprechen möchte, wenn es um den ganz aktuellen Zustand geht. Wir sind im Moment mit Energien aus dem Kosmos konfrontiert, in einer Stärke, die sie hier auf der Erde in der Form, glaube ich, noch gar nicht so vorgekommen sind, weil das Erdmagnetfeld sich auch noch abgeschwächt hat. Dadurch können die Energieformen von außen, eben sogenannt außen, aus dem Weltall, von der Sonne überwiegend, auf uns stärker einwirken. Mein Spezialthema, das beobachte ich wissenschaftlich, aber vor allen Dingen in erster Linie als ein Mensch, der, ja, der auch noch ein Wahrnehmungsorgan hat. Also das mit der Lichtnahrung ist, glaube ich, ein schwieriges Thema wahrscheinlich. Also für mich persönlich wäre das jetzt nichts, weil wir Menschen haben eigentlich ja schon sehr, sehr lange oder eigentlich schon immer eine Beziehung zu dem Essen gehabt. Zum Beispiel Honig und die Bienen. Man sagte, die Bienen sind immer da, wo der Mensch auch ist, und die Bienen produzieren ja Honig und wir dürfen auch ein bisschen davon nehmen. Wenn die Bienen genug haben, um zu überleben und so weiter. Und der Honig ist so wie in unserer DNA, also unser Körper kennt Honig, und wenn wir den zu uns nehmen, dann kann uns das auf tiefer Ebene heilen. Und auch jedes Nahrungsmittel hat irgendwie seine spirituelle Wirkung auf uns, also jedes Obst und jedes Gemüse. Ich spreche jetzt nicht von tierischen Produkten und so weiter. Das finde ich persönlich schön, wenn ich einen Apfel esse und ich weiß, irgendwie dieser Apfel ist auch schon seit Ewigkeiten mit den Menschen verbunden und so weiter. Und ich kann den einnehmen und ich kann auch die Energie des Apfels und so weiter in mich einverleiben und so weiter. Ich denke schon, dass man Lichtnahrung irgendwie das machen kann. Für mich persönlich
wäre das nichts, weil ich schon noch gerne esse irgendwie. Ja, du sprichst so viele interessante Sachen an, dass ich gleich schon 5 Fragen gleichzeitig habe. Aber gut, lass uns mal kurz auf das eingehen, was du als letztes gesagt hast, dass du ja diese Energieerhöhung auf dieser Erde beobachtest, die ja auch viele wahrnehmen können und die ja auch dazu führt, dass wirklich auch die Menschen, wie soll ich sagen, viele Menschen fühlen sich ja extrem überfordert oder Tränen am Rad oder wir erleben, also jetzt mal, nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel, nehmen wir mal die deutsche Politik. Ne? Also was da, also wenn das, was diese meisten oder viele deutsche führende Politiker, was die jetzt sagen, wenn die das vor 20 Jahren gesagt hätten, das Gleiche, wie zum Beispiel, wir müssen Krieg gegen Russland machen und sowas, dann wären die ja sofort weg vom Fenster gewesen. Das heißt, die drücken jetzt Dinge aus oder sie sprechen ganz offen von Zensur. Ist das jetzt, also hängt das auch mit diesen Energien zusammen, dass die jetzt praktisch alle Masken fallen lassen oder wie erklärst du dir das? Also es ist nicht so, so klar, dass man sagen kann, dass diese Felder zum einen natürlich, und dabei bleibe ich jetzt auch mal, um das zu erklären, diese Felder, die auf uns einwirken, führen natürlich dazu, dass das Erwachen, ansonsten würde ich es in diesen Kontext ja gar nicht stellen, weil das sind ja auch meine Beobachtungen und Forschungen, die wir sogar universitär erbracht haben. Vielleicht gehe ich später nochmal darauf ein, dass sozusagen durch die bestimmten Energien, die aus dem Kosmos auf uns einwirken, die Schleier fallen, dass wir uns an Dinge erinnern, die uns selber betreffen, die sozusagen, die ich als Leichen im Keller bezeichnet habe, die hochkommen, Altlasten, und dadurch auch Krankheitsbilder aufgelöst werden können. Denn ich sage mal ganz hart ausgedrückt, ein Tumor einfach nur wegschneiden, bringt gar nichts, der wächst wieder nach, wenn wir die Ursache nicht eliminieren. Und sehr viele Ursachen im Krankheitsbild sind eben psychisch, ja, durch Verdrängungen und so weiter. Großes Thema. Und im ganz großen Kontext wirken diese Felder, die Frequenzen, die ich sehr genau kenne, weil ich sie ja eben erforscht habe, die aus dem Weltall, speziell eben von der Sonne auf uns einwirken, führen eben auch dazu, dass also du nicht mehr, ich sage mal, hinters Licht geführt werden kannst. Du erkennst den Schummel, ja, der da betrieben wird. Ich nenne das jetzt mal so. Schummel ist, glaube ich, die diplomatischste Form, die ich gerade wählen würde. Und den Betrug einfach mal, ja. Und aber auch es ist ja nicht nur Unvermögen. Also wenn man sich die Menschen anschaut, die sowas tun, das sind ja nicht unbedingt dumme Menschen. Ja, aber ich habe mal von einem Professor erfahren, weiß gar nicht, wer mir das mal gesagt hat, es gibt hochintelligente Idioten. Ja, und wobei das Wort Idiot ja eigentlich von les idiotes kommt und heißt, der sich nur um seine persönlichen Belange kümmert. Das ist ja noch nicht mal ein Schimpfwort. Ja, also das sind Leute, die einfach nur einen sehr eingeschränkten Horizont haben. Aber da ist auch sehr viel Manipulation dabei, deswegen ist das Thema so hochkomplex. Möchte mich allerdings nur auf mein Schwerpunktthema des Erwachens beschränken. Aber natürlich ist da sehr viel auch an Manipulation, die organisiert ist dabei. Es ist kein Zufall, dass die Medien in der Form auch agieren, dass sie Angst und Schrecken verbreiten. Das wird bewusst lanciert. Und dass die Welt nun völlig verrückt spielt, nicht nur die Politiker, das sehen wir an sehr vielen Dingen. Ja. Aber es sind Merkmale nach dem Motto, wenn das Erwachen erfolgt, fallen die Masken. Ja. Das Biest hat seine Maske verloren, hat mir auch mal vor Jahrzehnten jemand gesagt. Und das war in einem ähnlichen Kontext, ja, nur auf ganz wenige Menschen bezogen. Und ja, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich dazu im Moment sagen möchte, was Politik betrifft. Ja, und bei diesen, er hat ja gesagt, es gibt diese hochintelligenten Idioten. Und wir sind ja hier auf dieser Erde, auf diesem Planeten, und hier lernen wir Dinge. Und da kann es ja sein, dass du irgendwie in die Schule gehst und dann gehst du in die Universität und dann studierst du zum Beispiel ein Medizinstudium und bist eigentlich dort wirklich on top, du bist der Beste. Aber du weißt ja gar nicht, ob das wirklich die Wahrheit ist. Es wird dir einfach gesagt, das ist die Wahrheit. Du bist jetzt der Top-Arzt oder was auch immer, der Top-Wissenschaftler, der Top-Forscher. Aber was wird dir wirklich beigebracht? Du bist dann eigentlich der Intelligenteste, aber auf der Ebene von diesem Planeten sozusagen. Aber du weißt vielleicht nichts über, oder du hörst nicht mehr richtig auf deine Seele, sondern nur noch auf deinen Kopf.
weil du alles in deinen Kopf gestopft hast. Du weißt alles auf Kopfebene, aber auf Seelenebene weißt du es gar nicht. Und dann kann es passieren, dass du dich zum Beispiel spritzt, weil du einfach voll überzeugt bist, dass das das Wahre ist, die Wissenschaft ist das Beste, die Medizin ist das Beste und so weiter. Aber es ist so, irgendwie nur auf diese kleine Welt hier abgestempelt sozusagen. Und dann bin zum Beispiel ich, der irgendwie jetzt nicht der intelligenteste ist und so weiter auf dieser Ebene. Ich bin in der Schule immer Mittelmaß gewesen, mich hat nicht sehr viel interessiert, weil ich immer schon gemerkt habe, da stimmt irgendetwas nicht. Und bin jetzt nie irgendwie in der Universität gewesen und habe etwas Krasses studiert. Ich habe Medizin ein bisschen in Grundlagen gemacht und habe dort gemerkt, da stimmt irgendetwas nicht. Das wurde mir wirklich zu blöd, weil du einfach Sachen dir reingepfiffen hast. Idiopathisch, man weiß nicht, woher es kommt und so weiter. Und wieso sollte ich das lernen? Das macht gar keinen Sinn. Also gehöre ich jetzt eigentlich eher ein bisschen zu den Unintelligenteren. Und trotzdem würde ich sagen, dass man, wenn man eher sein Herz offen hat und auf seine Intuition vielleicht noch ein bisschen hören kann, auf seine Seele, sein Herz, dann, was ist intelligenter dann wirklich, weißt du? Aber auf dieser Welt ist intelligent, dass du der Hochtop-Forscher bist und so weiter, vielleicht. Und denkst du auch, so wie viele Menschen es glauben, die sich mit diesen Themen beschäftigen, dass es eben, dass zum einen, auf der einen Seite haben wir diese Frequenzerhöhung, die dazu führt, dass immer mehr Menschen aufwachen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich diese herrschenden Mächte oder Energien, die natürlich Angst davor haben, ihre Macht, ne, oder die Herrschaft über diesen Planeten zu verlieren. Könnte das ein Grund sein, warum die gerade auch so sehr eben versuchen, mit allen Mitteln eben die Kontrolle zu behalten? Also siehst du da einen Zusammenhang? Ich gehe davon aus, Matthias, und da nehme ich mal ein von sehr vielen Beispielen, die ich wirklich genauso hautnah eben erlebt habe. Es gibt Probanden, die vor vielen Jahren, Jahrzehnten in diesem Falle schon an universitären Studien teilgenommen haben, wo wir ganz bestimmte elektromagnetische Frequenzen zum Einsatz gebracht haben, die übrigens auch von der Sonne kommen, nämlich 150 Megahertz. Ja, es ist eine Frequenz, die auch von der Sonne mal stärker und mal weniger, ja, ausgestrahlt wird und uns hier auch teilweise erreichen. Und dass, wenn man doch bestimmte Frequenzen oben drauflegt, man spricht von einer Modulation, die auf dieser Trägerfrequenz dann draufgesetzt wird, das haben wir getan, dann konnten wir Dinge erreichen, erzielen, bei völlig klinisch unauffällig, heißt es ja so schön, also völlig gesunden Menschen, meistens waren das noch sehr junge Menschen, irgendwas zwischen 22 und 30. Und dann nehme ich jetzt nur ein Beispiel, was ist stellvertretend dafür, werde ich nie vergessen, dass dann auf einmal nach einer Befeldung, so nennen wir diesen Prozess, ja, wenn die Felder auf einen einwirken, wobei der Proband selber gar nicht weiß, wann ist das Feld eingeschaltet und wann nicht. Ja, das haben wir einen Zufallsgenerator überlassen, sodass wir als Forscher selber erst informiert wurden, als wir die Daten ausgewertet haben, damit wir nicht auch unsere Projektionen noch mit Ah einpacken. ja, spannend, spannend, Das ja. ist ganz wichtig, ja. Wäre auch noch mal ein Thema für eine Sendung, ja. Richtig, Also, stimmt, das das hat machen mich bewegt. wir. Ich glaube, wenn diese Ergebnisse damals nicht gewesen wären, wäre ich auch gar nicht unterwegs in diesem Thema gewesen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Dann nehme ich jetzt ein Schlüsselerlebnis. Ich habe gerade angefangen. Und da war eben einer von diesen Probanden, der dann nach der Befeldung hochkam und sagte, oh mein Gott, ich habe gerade eine gute Idee gehabt oder einen Einfall gehabt. Das hat man ja mal manchmal. Und wenn man entspannt ist, kommen auch gute Ideen. Wenn ich beim Friseur bin, habe ich wunderbare Ideen zum Beispiel. Ja, dann kann ich auch mal loslassen. Aber das war etwas ganz entscheidend anderes. Was da hochkam bei diesem jungen Mann, das war ein Mann in diesem Falle, war so atypisch, wie er selber sagte, dass er erkannt hat, dass er in irgendeinem Prozess drin war, den er für normal hielt und der aber überhaupt nicht normal war. Er sagte, ich muss mal nach Hause und einige Dinge regeln. Dann habe ich später erfahren, dass der sich von seiner Freundin getrennt hat, etwas getan hat, was er immer machen wollte, aber nicht getan hat und sein Leben völlig verändert hat. Viele Jahre später habe ich ihn nochmal getroffen, sagt er, das war für mich ein Schicksalsschlag. Sag ich, Schicksal weiß ich nicht, weil da haben wir ja ein bisschen dran rumgekratzt, ja. Und als ich das dann später immer wieder oder sehr oft wiederholte, bei eben tatsächlich Patienten, es ist ja ein anerkanntes Therapiegerät daraus entstanden, wo wir dann festgestellt haben, dass Leute nicht nur im pathologischen Sinne auf einmal erkannten, dass sie einem, ich sag mal, auf einem Abweg waren von ihrem, ich nenne es mal Seelenplan, ja, was sie eigentlich vorgehabt haben, hier zu erfahren, dass sie das erkannt haben und ihr Leben
entsprechend geändert haben. So wie ich zum Beispiel mit einer Nahtoderfahrung. Bevor ich das Wort überhaupt kannte, das war, mein Gott, nochmal, ich war, glaube ich, 22 Jahre alt oder 21, bin vom Berg abgestürzt im Auto und dann hatte ich beim Aufprall diese Nahtoderfahrung und habe einfach mal in Zeitlupe alles wahrgenommen, klassisch eben. Aber das Wichtigste war, dass ich gesehen habe, dass es zwei Wege gab. Also einmal den Weg, den ich mir eigentlich vorgenommen habe zu gehen und den Weg, den ich gegangen bin. Ich wusste, das war die völlig falsche Richtung. Ja, ich bin damals Rallye-Fahrer gewesen. Ich bin Rallyes gefahren, sogar einmal die Rallye Monte Carlo, muss ich mir vorstellen. Ja, zu Zeiten Walter Röhrls, ja, und so weiter. Und da bin ich abgestürzt im Bergrennen. Musste so sein, weil das war überhaupt nicht vorgesehen. Das ist eine sehr extreme Form. Und wenn man das jetzt zusammennimmt mit dem, was ich eben schon erzählt habe, dann wird einem klar, was da gerade passiert, wenn diese Frequenzen zunehmend auf uns Menschen einwirken, dass diese Prozesse der Erkenntnis, eben Erkenntnisprozesse, was ich eigentlich hier, warum ich hier überhaupt bin, ja, und dann auch die Masken fallen, wie ich es gesagt habe, erklärt ganz viel. Und da nehme ich meine ganze Kraft her, meine ganze Energie her und nenne das Ganze nicht mein Projekt, sondern meine Mission. Also das würde eigentlich bedeuten, dass Matthias hat ja gefragt, ob die das spüren, diese dunklen Mächte oder was auch immer, und dass sie jetzt extra dagegen ankämpfen. Und jetzt hat er erklärt, dass wenn solche Energien auf uns einfließen, er hat ja erklärt, dass, was er im Labor gemacht hat und so weiter. Und das ist wahrscheinlich ähnlich wie das, was wir jetzt spüren. Und wenn das auf uns zukommt, dann können wir plötzlich klar werden und das ist unsere Mission, deswegen sind wir hier und so weiter. Und die dunkle Seite will ja nicht, dass wir wissen, wer wir sind und so weiter. Die wollen uns abkapseln und deswegen kann es ja sein, dass die jetzt versuchen, mehr irgendwie, was auch nicht was, alles zu machen, Kriege und so weiter. Obwohl er das so nicht unbedingt geantwortet hat. Bei mir kommt er einfach immer wieder auf, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass jetzt die dunklen Mächte noch mehr versuchen, weil wir am Aufwachen sind. Aber es hat er schon vor hunderten Jahren. Also es hat ja den Ersten und Zweiten Weltkrieg gegeben, der ja sehr, sehr übel war. Und ja, ich weiß es einfach manchmal nicht so genau, ob das irgendwie wirklich so ist oder ja, keine Ahnung. Das kann sehr gut sein, aber irgendwie gab es ja schon immer irgendwie Kriege und vielleicht kamen immer wieder solche Energien und die haben irgendwie immer wieder irgendwie es geschafft, sich irgendwie durchzusetzen und uns alle zu brainwashen. Klar, kommt immer mehr Erkenntnisse bei uns hoch und so weiter, dass etwas nicht stimmt. Hey, wir sind hier, das bleibt spannend. Also das bedeutet, dass also diese Frequenzen, ne, die ähnlich wie bei deinem Gerät, die jetzt praktisch auf alle Menschen ja einwirken, dass die dazu führen, dass die Menschen sich wieder mehr mit ihrem wahren Kern verbinden und auch diese viel eher diese Lüge und die Täuschung und die Manipulation der Matrix durchschauen, oder? Oder Exakt. So kann man das wirklich sagen, ja. Ja, das ist ein extrem, extrem spannender Prozess, weil ich bin ja selber auch schon, ich beschäftige mich ja also seit mittlerweile knapp 40 Jahren mit diesen Themen, ne, mit Spiritualität, mit alternativen Lebensweisen und so weiter. Und beobachte, und ich war damals halt wirklich ein absoluter Einzelgänger. Es gab so wenige, die sich mit diesen Dingen beschäftigt haben, extrem wenige. Und jetzt ist das, also es ist so ein extremer Unterschied, dass mittlerweile schon ganz normale Menschen, die ganz normal in der Gesellschaft leben, sich auch mit diesen Themen beschäftigen. Ne? Das ist so eine Weißt du, Matthias, Veränderung. mir fällt da eins noch genau dazu ein. Ich erinnere mich, das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, es war gerade 15 Jahre oder so her, wo ich dann anfing, auch über die Schumann-Frequenzen zu reden, über die Zirbeldrüse zu reden, was damals völlig abwegig war. Ich weiß auch, wie Leute wie ESOWATCH und Psiram auf einmal kamen, und ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, einer von den Leuten, die dann mir das goldene Brett vom Kopf vermittelt haben, ja, wo es dann hieß als Argument, der Typ glaubt, dass Magnetfelder Bewusstseinslagen verändern, dann soll er mal seinen Kopf an den Kühlschrankmagneten halten, dann wird es sich auf. Das war dann das Argument, ja. Und heute ist das Standard. Heute ist das Standard. Es gibt über 80 Universitäten, die ich hier gerade aufgelistet habe, die mit zitierfähigen Arbeiten Studien veröffentlicht haben, genau dazu. Es ist erwiesen so, was damals völlig exotisch klang. Das ist genau diese Ignoranz und über das zu lachen, was ein anderer sagt, was aber gar noch nicht anerkannt ist, wie eben, halt mal deinen Kopf an das Magnet des Kühlschranks.
ist wie bei den, sorry, aber bei den Streifen im Himmel. Es gibt so viele Videos auf YouTube, wenn du eingibst C-Trails, dann kann man eigentlich nur so fast Menschen, die darüber lachen und darüber Witze machen und haha, es gibt wirklich Menschen, die denken, es gibt Verschwörer, die hier etwas machen und so weiter. Also nur so diese Ignoranz mit diesem, ja, ich sozusagen das Auslachen. Und machen wir eine Wette, in 10 Jahren wird das bekannt sein, dass da oben das Zeugs gespritzt wird und so weiter. Sie sprechen jetzt schon, der Biden spricht schon darüber, dass sie das machen, vielleicht, wo sie es schon seit langen, vielen Jahren machen. Also so diese dumme Ignoranz, so hahaha, die ich früher auch gehabt habe. Ich war früher auch so, wenn jemand etwas gesagt hat über den Himmel, dann habe ich ihn ausgelacht, gesagt, du bist ein Verschwörungstheoretiker, bla bla bla. Und heute schaue ich dann auch nach oben und denke, ist ja eigentlich wohl logisch irgendwie. Und es gibt so viele Themen, die man darauf zurückführen kann. So diese Ignoranz, das ist schon krass. Also da hat sich wirklich extrem viel getan. Das ist ja, stimmt dich das hoffnungsvoll, diese Entwicklung? Absolut. Absolut, absolut. Schau mal, da kommt ja noch ein ganz wichtiger anderer Aspekt hinzu. Deswegen spreche ich ganz gern von einer kosmischen Orchestrierung. Ja, also dass das irgendwo, das ist ja ein Aspekt, den ich gerade dargelegt habe. Es gibt noch einen anderen von vielen weiteren, aber ich nehme noch einen weiteren. Ich bin befreundet mit Professor Trofimow. Darüber habe ich schon oft gesprochen. Professor Trofimow hat aus der russischen Raumfahrtmission Dinge erfahren oder, ich sag mal, als Wissen vermittelt bekommen, dass er nämlich in der Raumfahrtstation, der Mir-Station zum Beispiel, die Magnetfelder viel schwächer waren als auf der Erde, ist logisch. Man hat aber nicht gewusst damals, dass diese Felder einen Einfluss haben auf die Gründlichkeit der Arbeiten der Soldaten. Kosmonauten sind Soldaten. Das ist auch bei den Amis so, bei den Astronauten so. So, und die haben auf einmal ihre Arbeit nicht mehr so gründlich gemacht, weil die haben sogar psychische Auffälligkeiten erlebt. Man sprach von der Raumfahrtkrankheit, die gar nicht im klassisch-pathologischen Sinne Krankheiten waren, sondern die haben einfach durchschaut, dass es völliger Unsinn ist, was sie da machen. Ja, und haben gesagt, um Gottes Willen, was ist da denn? Daraufhin hat man in Nowosibirsk, ja, bewusst noch eben auch noch zu Russland, eine Station eröffnet und hat dort, jetzt gibt es hier, mein Gott, noch mehr über, ich glaube, fast 45 Jahre, und hat dort gesagt, okay, da bauen wir jetzt mal Magnetfeldabschirmungen, ja, die also Magnetfelder abschirmen, weil wir wissen, dass das Erdmagnetfeld ohnehin schon seit langer, langer Zeit immer mehr abnimmt. Und irgendwann mal haben wir die Situation, die die Kosmonauten da oben erfahren haben. Denn, ja, ist doch logisch eigentlich, oder? So, das war aber alles Militärforschung. Wir haben hier im Westen überhaupt nichts davon gehört. Und ja, das haben die gemacht. Dann haben die mit über 40.000 Probanden gearbeitet in Nowosibirsk unter magnetisch abgeschirmten Bedingungen, um zu sehen, was passiert dann mit den Menschen, die hier auf der Erde länger mit sehr schwachen zumindest Magnetfeldern arbeiten. Dinge, die jetzt teilweise schon aktuell sind, ja, weil der Zustand ist jetzt fast eingetreten. An einigen Tagen ist er schon eingetreten. Okay, da hat man festgestellt, dass die Leute auf einmal ihre Intuitionsfähigkeiten wieder hatten, von denen die gar nicht wussten, dass sie die überhaupt hatten. Die waren quasi, wie wir heute sagen, angeschlossen an oben. Die telepathischen Fähigkeiten waren ausgeprägt. Das, also bei allen 40.000, ja, die konnten also über 1.000 Meilen und länger konnten die mit einer Treffsicherheit von über 90% Informationen kommunizieren, telepathisch. Ja, wenn man telepathisch kommuniziert, gibt es keine Missverständnisse. Missverständnisse kommen erst, wenn man Sprache verwendet, weil jeder mit einer Sprache doch noch ein bisschen was anderes verbindet. Also, und dadurch sind die Schleier gefallen. Sie haben auch erkannt, mein Gott, mal, der lügt mich an, das stimmt ja gar nicht, das ist ja noch was ganz anderes. Und das ist damals Top-Secret-Militärforschung gewesen. Und nachdem der Chef von ihm, ja, von dem Professor Trofimow, verstarb eben und die Mauer dann eben auch fiel, das heißt, die Sowjetunion sich aufgelöst hat, habe ich dann Kontakt zu diesem Mann aufnehmen dürfen. Heute haben wir eine enge Freundschaft miteinander, er hat mich auch mehrfach besucht. Dieser Professor Trofimow hat mir seine Studien gegeben, die ich habe. Und daraus geht das eindeutig hervor. Soll heißen, das ist ja die nächste Ebene des Erwachens. Wenn wir jetzt zunehmend mehr auch die telepathischen Fähigkeiten ausüben, freigeschaltet bekommen, angelegt sind sie ja immer schon, naturgemäß, dann sind wir ja gar nicht informiert gewesen bisher. Dann kommt ja dieser Zustand, man muss sich das mal vorstellen, ich habe jetzt die Fähigkeiten, auf einmal durchschaue ich die Dinge.
weiß gar nicht, dass das das Ergebnis einer telepathischen Kommunikation ist. Ich durchschaue die Dinge, ich erkenne, warum der Mann lügt oder die Frau lügt. Verstehst du? Und das meine ich. Und das sind die Dinge, die sind gerade, die passieren gerade. Und die bringen mich in die Situation und das, die Antwort auf deine Eingangsfrage, wie es mir gerade geht, was ich gerade mache, ich befinde mich im Vollwaschgang. Aber das fordert mich an allen Ecken und Kanten heraus, aber ich brenne für das Thema. Ich lebe dieses Thema und bin so glücklich und nehme es als Gottesführung, als Geschenk, also von ganz oben, dass ich eben solche Leute, da gibt es ein paar mehr, wie Professor Trofimov auch als Kollegen und Freund schätzen darf, die mir dann solche Informationen anvertrauen, die wunderbar das quasi beweisen, wenn ich vom Abgang der Menschheit spreche. Also das heißt, das Erdmagnetfeld hier nimmt ab, und so können wir mehr Verbindung zu oben und so weiter haben. Und da kommt noch Energie von außen und so weiter. Und deswegen haben sie militärisch das mal versucht, das abzuschirmen, sodass diese Militärstation oder was das auch immer war, nicht so diese Magnetfelder hatte. Und dann haben sie herausgefunden, dass die Menschen, die dort waren, viel telepathischer und so weiter kommunizieren konnten. Wenn sie aber das ja herausgefunden haben, weil das Problem ist, die wissen ja, ich glaube, die sind immer einen Schritt voraus, diese Psychopathen. Und ja, deswegen versuchen sie ja wirklich alle dieses Leid und so weiter und Corona und es kommt ja bald eine neue Pandemie vielleicht mit Bakterien und so weiter. Also, dass sie da wirklich versuchen, dass sie da merken, okay, das passiert, versuchen wir diese Menschen wirklich noch einmal runterzudrücken und so weiter. Und zum Beispiel, ich bin auch einer, ich weiß, dass das Handy zum Beispiel nicht gut ist, aber ich bin wirklich, ich merke das wieder, ich habe wirklich noch eine Sucht, wie ich auf YouTube gehe und irgendwie, ich brauche etwas, das mir etwas gibt. Und das ist wirklich noch heftig, das wegzubringen, das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, dass ich das Handy hervornehme und irgendeine Message oder irgendein Video hochpoppt, das ich unbedingt klicken will, dann höre ich es mir an, das ist wieder Gedankennahrung und so weiter. Und wenn du ständig in diesem Handy bist und so weiter und die Gedanken irgendwo draußen hast, dann kannst du zwar telepathisch sein, aber du checkst es gar nicht. Du konzentrierst dich gar nicht auf das, du bist immer irgendwie woanders so. Also das auch, finde ich, das Handy ist schon auch ein Teufelsding. Also es hat auch gute Seiten natürlich, aber wenn man so süchtig danach ist, dann kann das einem auch sehr einschränken. Ja, genau, weil das ist nochmal ein ganz anderer Ansatz, ne? Bei Menschen wie mir zum Beispiel oder Leuten, die halt so eher medial unterwegs sind, die nehmen das wahr und die fühlen das, ne? Aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn es sogar solche Studien gibt mit so vielen Teilnehmern, wo wirklich, ne, so wie du gerade gesagt hast, also ganz normale Menschen, also praktisch alle waren in der Lage, telepathische Fähigkeiten zu entwickeln. Das über 90%. Heißt, dass das eher so ein Normalzustand ist, ne? Matthias, das ist jetzt nicht von mir so lossiert oder indiziert. Ich habe aber gerade, als ich über Trofimov sprach, gewusst, in der Nähe von mir liegt das Buch. Das ist zum Beispiel eins, was er mir dann gegeben hat. Das war damals eigentlich nur in Russisch. Das ist dann mal mit vielen Fehlern zwar auch in einer ganz geringen Auflage übersetzt worden ins Englische. Und da wird das beschrieben hier. Und hier eine schöne Widmung von ihm privat und so weiter. Schön. Das ist der Professor Trofimov. Und hier sind die Studien drin veröffentlicht, auch mit den ganzen wissenschaftlichen Protokollen. Also ich muss mal schauen, da wurden zum Beispiel diese Symbole weitergegeben hier. Und an Menschen, die gar nicht wussten, dass sie einfach mal diese Symbole vermittelt bekommen. Und auf einmal melden sie sich und sagen, oh, ich habe dieses Symbol und fingen an, diese Symbole an die Tafel zu schreiben. Also ganz spannend. Im großen Kontext, den sollten wir beide ja nicht verlieren hier, große Erwachen ist beweisbar. Ja, das ist natürlich wirklich absolut faszinierend. Und gleichzeitig, ne, du hast ja auch davon gesprochen, dass auch durch diese Bewusstseinserhöhung auch diese ganzen Schatten, Traumas, dass die natürlich auch an die Oberfläche kommen. Und es geht ja auch vielen Menschen in dieser Zeit nicht so gut, ne? Also viele fühlen sich überfordert, fühlen sich deprimiert, wissen nicht mehr, wo oben und unten ist. Das hat wahrscheinlich auch mit diesen Frequenzen zu tun, oder? Ja, das ist tatsächlich der Fall. Ich meine, wir kennen das Prinzip der Erstverschlimmerung, kennen wir in der Medizin sehr gut. Ja. Und
Ich habe das auch so oft erlebt, im Therapieverfahren der Patienten, die unter diesen 150 Megahertz-Einflüssen standen, die in der ersten Phase eine solche Verschlimmerung erfahren haben, wo wir am Anfang noch unsicher waren und gesagt, oh mein Gott, wir machen vielleicht genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Aber dann sagte auch der eine Professor, damals war ein Chefarzt, weiß ich noch, ich glaube, es war Professor Sörensen, das bin ich aber nicht mehr so sicher, vom Deutschen Rheumaforschungszentrum am Wannsee. Er sagte mir, ja, wir kennen ja das Prinzip der Erstverschlimmerung, das wäre ja noch normal, warten wir mal ab. Denn die biochemischen Untersuchungen waren ja vorher schon eindeutig. Ich bringe mal jetzt nur ein einziges Beispiel von sehr, sehr vielen dieser Art. Nun bin ich gerade beim Deutschen Rheumaforschungszentrum gewesen in Berlin und da war gerade die Krankheit, die primär, also PCP, die primär chronische Polyarthritis, die schlimmste Form des rheumatischen Formkreises. Chronisch, da ist nichts zu machen. Auch der kurze Info, wenn ihr euch wundert, warum der Hintergrund von Dieter plötzlich anders ist. Wir hatten einen, oder Dieter hatte einen Stromausfall. Genau. Ja, genau an der richtigen Stelle, glaube ich mal. Okay, ich meine mich noch daran zu erinnern, das Thema war ja Erstverschlimmerung. Ja, und ich habe vom Deutschen Rheumaforschungszentrum gesprochen, wo wir also eine der vielen Studien gemacht haben bei primär chronischen Polyarthritis-Patienten, die schlimmste Form des rheumatischen Formkreises. Und wir hatten vorher schon die enzymatischen Bestimmungen gemacht und man will nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir wussten schon genau, dass die Therapieerfolge da sind. Ja, und aber dann ging es natürlich auch noch um die Befindlichkeit der Patienten. Und dann kam tatsächlich dann auch bei sehr vielen, das war eben zumindest auffällig, zwar eine Erstverschlimmerung, nicht nur in Bezug auf, nicht grundsätzlich, aber sehr oft, dass die Schmerzen schlimmer wurden, aber nur eine ganz kurze Zeit und dann fing der Heilungsprozess an, aber auch eben tatsächlich, und das ist ja das, was in diesem Kontext hier steht, unseres Themas heute, dass dann die Leute auch Dinge zusätzlich erkannt haben, warum sie diese Krankheit bekommen haben. Ganz viel Ernährung natürlich, aber selbst das haben sie erkannt. Das ist spannend. Also ich habe das mit der Erstverschlimmerung, würde ich jetzt sagen, schon ziemlich heftig gespürt, jetzt eigentlich dieses Jahr, 2024. Ich habe Anfangsjahr gesagt, das wird ein sehr, sehr gutes Jahr, aber bis jetzt, also es ist so bei mir, es geht runter und dann wieder hoch. Aber es geht eigentlich immer einen Schritt höher, als es runterging. Aber es ging manchmal richtig krass hoch und jetzt bin ich wieder in einem Hoch, jetzt fühle ich mich wieder gut. Also ich hatte wirklich wieder alte Themen, die hochgekommen sind, wirklich so heftige, ja, also so einfach im Loch unten und so, was ich früher viel mehr war und so sinnlos und so weiter. Aber das ist jetzt wieder viel besser geworden und das glaube ich schon auch, dass es sein kann, ja. Was habt ihr genau mit denen gemacht? Also wir haben durch bestimmte Applikatoren, also diese 150 MHz-Generatoren waren damals sehr große Geräte und da gingen also von diesen Generatoren zwei Kabel ab, ja, oder aus und dann waren zwei Antennen dran, die wir Applikatoren nennen. Da kamen also primär diese 150 MHz raus, die mit bestimmten niederfrequenten Signalen wie 8 Hertz zum Beispiel, Schumann-Frequenz, moduliert wurden. So, mit ganz bestimmten Intensitäten und Pulsformen. Und dann haben wir geguckt, was passiert. Das haben wir ja schon Jahre vorher erforscht in den Grundlagenforschungsbereich an drei Universitäten. Wir wussten ziemlich genau, was wir da machen. Und im Folge eben dieser Studien haben wir festgestellt, wie reagieren Patienten darauf? Also nicht nur die pathologische Komponente dabei der Heilung, aber die auch vor allen Dingen im Sinne der Erkenntnis darüber, worum ich überhaupt diese Krankheit bekommen habe, sondern eben auch, was wir später und davor ganz am Anfang, ich habe davon erzählt, erkannt haben, dass also Leute, die auch scheinbar völlig gesund waren, ja, einfach nur testen wollten, wie es ist und sich mal hingelegt haben, Dinge erkannt haben, aufgelöst haben und gesagt, um Gottes Willen, was war denn das da? Ja, Traumata, ja, unterschiedlicher Art, jeder hat was anderes. Ich nenne es ja, die Leichen kommen aus dem Keller auch aus dem Grunde, weil all diese Dinge, ja, gut. So, ihr Lieben, wir sind hier, also wahrscheinlich hängt es an diesen, wirklich an diesen Aufstiegsenergien, dass wir hier großen technischen Herausforderungen gegenüberstehen. Aber ja, wir geben nicht auf und machen weiter. Was mich nochmal interessieren würde, ist, du hast ja gerade geteilt, ne, was ihr bei diesen Versuchen mit diesen hochkranken Menschen erlebt habt. Und, ne, und du hast auch diesen anderen Versuch geteilt, wo ja 40.000 Menschen
mit bestimmten Feldern besendet wurden oder einfach nur das Magnetfeld schwächer gemacht wurde, was ja, wenn man das logisch schlussfolgert und wirklich jeder, ne, von diesen 40.000 Menschen mediale oder sagen wir mal, telepathische Fähigkeiten entwickelt hat, das 90%. 90%, okay. Aber das würde ja bedeuten, dass alleine die richtige Frequenz dazu führt, dass selbst Menschen, die bisher nicht aufgewacht waren, plötzlich aufwachen, oder? Also, das ist ja, sind ja die zwei Dinge. Einmal mit diesen bestimmten Frequenzen, ja, die ich eben besprochen habe, die ja auch von der Sonne zunehmend auf uns einwirken, weil auch das Magnetfeld der Erde so schwach geworden ist, immer schwächer wird. Dadurch haben sie mehr, können sie uns besser erreichen. Die Intensitäten der Sonnenaktivitäten werden gerade sehr groß, sind gerade in den letzten Tagen extrem hoch gewesen. Also all das trägt dazu bei. Das ist der eine Block. Und der andere ist, da scheint es irgendwo fast im Gegensatz zu sprechen oder zu stehen. Die Leute aus Nowosibirsk, also die Russen, haben Magnetfelder abgeschirmt. Eben auch die elektromagnetischen, aber primär die Magnetfelder. Und weil es um die Erdmagnetfelder ja ging, weil man festgestellt hat, wenn die entsprechend schwach sind, dann kriegen die Menschen auf einmal die Erkenntnis und können telepathische Fähigkeiten ausüben und so weiter. Und die Erkenntnis, was mit ihnen, dass sie an der Nase herumgeführt wurden zum Beispiel. Ja, oder dass ihn der Partner wirklich liebt und so weiter. Die ganze Empathie, die wird also gespeist durch pures So-Sein-Erkenntnis. Also nicht nur, ich meine zu interpretieren, sondern du hast den Fakt vor dir, du erkennst ihn. Und da gibt es dann auch keine Missverständnisse. Und diesen Bereich, den hat man da auch erforscht in Nowosibirsk und der hat zu tun mit den Abschirmen von Erdmagnetfeldern. Das beweist ja eigentlich nur, dass das, was jetzt gerade mit der Erde passiert, dass die Erdmagnetfelder in der Zwischenzeit ja nur noch schwächer geworden sind, dass wir an einigen Tagen eigentlich schon die Bedingungen haben, die damals in Nowosibirsk eben zum Standard erhoben wurden. Ja, das würde ja eigentlich bedeuten, dass dann alle plötzlich irgendwie spirituell erwachen können. Also auch die, die irgendwie ja, fett am Schlafen sind. Und ich bemerke schon, bei meiner ganzen Familie, auch gewisse, die sich gespritzt haben und das sehr, also nicht mal sehr geglaubt haben, aber einfach mitgemacht haben, dass die, oder die auch noch sehr viel dem Mainstream und so weiter geglaubt haben, die irgendwie jetzt mehr aufgemacht haben. Ich habe mir vorher auch jemandem ein Video geschickt und der hat mir gleich zurückgeschrieben, ich habe es mir angeschaut, sehr schlüssig, das mit dem, ich kann es unten verlinken, Radio München, ein Professor, der über Corona und so weiter spricht, sehr spannend. Also sie hat es auch geschaut und hat gesagt, hey, sehr schlüssig und so weiter. Und vor ein paar Monaten das hätte sie das nicht mal angeschaut. Und ich habe letztes Mal auch lange mit ihr gesprochen und ich habe gemerkt, irgendwie ist da etwas aufgegangen und tut nicht alles als Verschwörungstheorie ab. Also es gibt da schon viel und auch andere Menschen in meinem Umfeld so. Und wir dadurch diese Eigenschaften freigeschaltet bekommen. Und wie erklärst du dir, also was ist die Ursache dafür, dass das Erdmagnetfeld schwächer wird? Aber das sind biologische Prozesse, also von der Geologie her, von der Geophysik her weiß man, dass es Zyklen gegeben hat. Das kann man durch Gesteinsbohrungen und Eisbohrungen in der Antarktis und so weiter und Vulkangestein, Ausprägung und Messungen kann man feststellen, dass es das schon sehr oft gegeben hat, also Polwechsel auf der Erde. Man spricht vom Polflip oder Polsprung. Hat es schon ein paar davon gegeben, angeblich über 10. Da streiten sich die Gemüter, aber 8 in jedem Fall. Einige haben sehr lange Zyklen gebraucht, ja, 700 und etwas 1000 Jahre und so weiter. Aber das ist etwas Normales. Die Erde wechselt, die Sonne tut es sehr oft. Wechselt ihre Pole, ja. Und infolge der Wechselung oder der Transformation ist ja auch eine Umwandlung, ja. Eine Veränderung, die ich über die Bewusstseinsebene auch erkläre, ja. Denn Magnetfelder haben sehr viel mit Bewusstsein zu tun. Also, wenn eine Polarisation sich ändert, dann schwächen sich zunächst mal die Felder auch kurz ab, ja. Sie wandern nicht nur, sondern schwächen sich ab in einigen Regionen, werden sie dann schwächer. Und das ist das, was wir gerade erleben. Und vielleicht noch einen Schritt weiter und dann wird's sogar schon fantastisch und wunderschön. Und dann erkennt man auch, warum ich so gerne von der kosmischen Orchestrierung spreche. Weil das nämlich auch dazu führt, dass wir unsere körpereigenen Magnetfelder, die wir ja haben, ganz besonders stark, die stärksten sind in unserem Herzen. Magnetfelder, die man von außen in der Entfernung von ein paar Metern messen kann,
die sind nicht nur hypothetisch, sondern faktisch. Ja, und von unserem Gehirn ebenfalls ausgesendete Magnetfelder, einige Organe sowieso. Also das sind dann die körpereigenen Magnetfelder, die dann zum Tragen kommen, weil sie sonst von den stärkeren Erdmagnetfeldern überlagert wurden. Das entspricht sozusagen bei einer Geburt der Abnabelung von der Mutter. Das mit dem Magnetfeld des Gehirns zum Beispiel ist sehr spannend. Anthony William spricht auch davon, dass es dieses Magnetfeld gibt. Also dass eigentlich das Gehirn ist angewiesen auf Mineralien, auf Spurenmetalle wie Kupfer und so weiter. Aber organische und nicht die industrialisierten. Und das Gehirn, das Erdmagnetfeld, zieht eigentlich immer diese Spurenmetalle, Spurenelemente zieht es rein mit dem Magnetfeld, alles zieht diese rein. Und jetzt ist aber das Problem, diese Aliens, diese wundervollen Typen, versuchen uns ja zum Beispiel vom Himmel kommen Aluminiumteilchen herunter. Und in Parfüms und so weiter hat es auch giftige Metalle. Und in Duftkerzen und überall, also alle diese Duftsachen, die chemisch produziert werden. Und wenn wir zum Beispiel jetzt ein Parfüm auf uns sprayen, dann ist diese Metalle sind da drin, aber das Gehirn zieht dann diese Metalle, zieht es ins Gehirn auch, weil das ist auch magnetisch sozusagen. Zum Beispiel, wenn du Fischölkapseln nimmst, hat sehr viel Quecksilber drin zum Beispiel. Und wenn du Fischölkapseln nimmst und du denkst, du tust dir etwas Gutes, dann hat das dort drin Quecksilber und das Gehirn zieht auch diese Metalle rein. Also das heißt eigentlich, dass es immer einen Kampf gibt zwischen diesen wertvollen, natürlichen Metallen, Spurenelemente und diesen chemisch, also nicht chemisch, aber industrialisierten. Und diese industrialisierten Metalle bringen unsere Gehirnchemie durcheinander und können zum Beispiel zu Alzheimer, Demenz und so weiter führen. Deswegen sehe ich da zum Beispiel noch ein Problem, dass diese Duftstoffe und Parfüms und Duftkerzen und so weiter, ich immer mehr und mehr und mehr sehe und dass das uns eigentlich das ein Angriff auf unsere Menschheit, also das ist wirklich heftig, diese Duftsachen. Deswegen sollte man das alles wegschmeißen, wirklich. Das ist, ja, das ist echt hochspannend. Und das heißt, also auf einer wissenschaftlichen Ebene passiert es halt einfach. Aber du hast ja auch von dieser kosmischen Orchestrierung gesprochen. Das bedeutet ja, dass es, also gehst du davon aus, dass es eben auch Mächte oder Wesenheiten gibt, die das bewusst, also die bewusst versuchen, eben die Erde aus ihrer Sklaverei zu befreien. Also, es gibt diese Entitäten mit absoluter Sicherheit. Davon gehe ich aus. Und wir sehen die aus Resultat. Für mich sind, bleiben wir nochmal bei dem Punkt, den du vorhin angesprochen hast, in Bezug auf Politiker und deren Verhalten. Und es sind ja nicht nur Politiker, aber die stehen nun auch vorne. Aber da gilt das Gleiche für das, was ich jetzt sagen möchte. Sie werden aus meiner absoluten Überzeugung auch manipuliert. Ja, also sie werden in einen Zustand gebracht. Sie sind nicht mehr sie selber, will ich damit eigentlich nur sagen. Und der wird da, man kann sich natürlich fragen, und die Frage ist berechtigt, wer steht denn dahinter, wer steckt denn dahinter? Das sind schon wirklich Wesen, das sind Entitäten, dunkle Mächte, die wahrscheinlich schon sehr lange unterwegs sind im Universum und die mit Sicherheit ein großes Interesse daran haben, einfach mal uns nicht im vollen Umfang erkennen zu lassen, wer wir vor allen Dingen wirklich sind, nämlich Schöpfer, ja, die also nicht nur mit den Händen schöpfen können, ja, sondern auch mit dem Geist vor allen Dingen. Und das will man verhindern. Das Erwachen der Menschheit soll verhindert werden, weil ansonsten kann man uns nicht mehr, ja, manipulieren. Und also da finde ich schon ein bisschen so die Gefahr, so Christina von Dreien und viele anderen sagen, das Licht hat schon gewonnen. Und da finde ich aber schon, dass wir nicht die Verantwortung abgeben wieder, dass du einfach zurücklehnst und nichts mehr machen musst, sondern nee, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen wirklich jetzt selber auch zum Beispiel mehr Bewusstsein reinbringen, mehr Leute versuchen zu informieren und so weiter. Also nicht, dass wir zurücklehnen und sagen, ja, das Licht hat schon gewonnen und so weiter, sondern und dann nichts machen, sondern nein, wir müssen jetzt wirklich irgendwie diese Sachen auch versuchen aufzudecken. Und also im Moment ist es ja so, dass die Dunkelseite, also wenn man sich jetzt mal, ne, geopolitisch
die Ereignisse anschaut, dass sie schon sehr stark versuchen, ne, noch Kriege zu inszenieren oder noch mehr, ne, Leid zu produzieren, zum Beispiel durch Inflation oder durch Hungersnöte. Also wir kennen ja diese ganzen Dinge, die auch ja künstlich auch erzeugt werden, ne? Wie zum Beispiel, wenn man sich alleine damit beschäftigt, dass so eine starke Inflation zum Beispiel, nur mal als ein Beispiel, ne, das tut uns Menschen im, sag ich mal, in den zivilisierten westlichen Ländern weh. Aber wie ist es denn in Ländern, wo die Menschen sich sowieso schon kaum Essen leisten können? Und wenn da eine Inflation stattfindet, bedeutet das ja für viele, dass sie einfach hungern müssen, ne? Und das ist ja alleine, also solche Dinge, die ja weltweit passieren. Es gibt ja auch viele Menschen, auch gerade in alternativen Kreisen, die sagen, es wird ja eigentlich immer schlimmer. Die Zustände werden eigentlich immer schlimmer. Wie ist deine Einschätzung? Denkst du, dass es einfach eine vorübergehende Erscheinung ist, dass also jetzt nochmal diese dunklen Entitäten mit aller Macht versuchen, die Kontrolle zu behalten? Dass wir das vielleicht noch ein paar Jahre uns anschauen müssen und dann werden die auch die Zustände auch physisch erlebbar besser? Wie ist da deine Einschätzung oder deine Prognose? Ja, meine Überzeugung vor allen Dingen. Also die ist schon auch gespeist aus den ganzen Vorinformationen, die ich nur so angedeutet habe. Und viele Dinge habe ich durch jetzt aus zeitlichen Gründen gar nicht ansprechen können. Aber es ist schon so, dass ich sehe, dass dieses Erwachen auch einhergeht mit einer Erstverschlimmerung. Das Thema hatten wir ja auch gerade. Ja. Und da hat mir sehr geholfen und hilft mir immer noch eine Arbeit eines meiner wissenschaftlichen Mentoren, nämlich Ilya Prigogine, der damals auch einen Nobelpreis bekommen hat dafür, dass sozusagen aus Chaos Ordnung entsteht. Ja, also Chaos, also neue Systeme, sogar chemische Systeme und auch biologische Systeme, also Lebewesen, entstehen aus einem Prozess des chaotischen Zustandes. Mhm. Und er spricht darüber, und das kann er eben beweisen, das wurde hundertfach sozusagen und mehrfach überwiesen, dass im Moment des chaotischen Maximums, wo das Chaos am stärksten ist, es plötzlich auf einmal eben einen Moment gibt, wo das umschlägt in einen hochgeordneten Zustand. Ja, und dieser hochgeordnete Zustand, er nennt das dissipativer Zustand, ist dann der Zustand einer neuen Evolution, eines neuen Systems, einer neueren, höheren Ordnung. So, wenn ich das nicht wüsste, dass das ein naturgemäßer Prozess ist, dann würde ich auch ins Wanken kommen, gebe ich zu. Man kann es ja zum Beispiel bei den Krankheiten sehen. Die Krankheiten gehen ja wirklich immer, also die meisten gehen nach oben. Also werden schlimmer, Alzheimer, Demenz und so weiter, weil halt Zeugs auf uns einprasselt, das uns halt einfach krank macht. Dann die Spritzen, dann der Virus selber, der auch nicht irgendwie sehr harmlos war. Dann jeden Herbst gibt es neue Viren von wundervollen Fledermäusen. Also ja, zum Beispiel bei den Krankheiten und so sieht man ein bisschen anderes. Und mit all diesen Giftstoffen, die auf uns einprasseln, und Anthony Williams sagt, dass 2030, 2040 die Menschen so krank sind wie noch nie. Und ich kann das schon auch glauben, weil halt diese Chemieindustrien und so weiter immer mehr Gas geben, diese C-Trails und so weiter. Da muss man sich auch ein bisschen davor schützen, halt irgendwie entgiften und so weiter. Und da zum Beispiel beim Entgiften hast du 18 Jahre eine Erstverschlimmerung. Du entgiftest und es können Emotionen, alte Emotionen hochkommen, Gifte kommen raus und du kannst dich wirklich zurückversetzt fühlen in, keine Ahnung, als du vor 5 Jahren diese Emotionen oder diese Gifte aufgenommen hast und da denkst du, ah, das ist Schrott, aber eigentlich wirst du diese Gifte und Emotionen nur los. Aber weil du sie noch einmal fühlst, denkst du, das ist nicht gut. Und das ist auch eine Erstverschlimmerung. Und dann plötzlich spürst du, wow, es geht mir viel besser. Ja, weil auf einer rein materiellen Ebene, also gerade Menschen, die betroffen sind, in solchen Kriegs- oder Krisengebieten leben, für die ist es ja wirklich sehr, sehr dramatisch auch, ne? Auf der anderen Seite fördern diese Ereignisse ja auch wiederum das Aufwachen, ne? Weil also immer mehr Menschen durchschauen diese Spiele und wir eben Völker gegeneinander aufgehetzt werden, diese ganzen Prinzipien, die werden ja auch immer mehr durchschaut dadurch, ne?
Matthias, mir fällt da gerade ein, das muss auch nicht grundsätzlich so sein. Das läuft auf unterschiedlichen Ebenen ab. Sehr viel tragen diese Strahlen dazu bei, die aus dem Kosmos auf uns einwirken, dass das in gemäßigteren Formen sich abspielt. Aber ich habe erlebt, auch ein Schlüsselerlebnis. Ich war bis zum 27. Lebensjahr ein glücklicher Mensch, ich war reich, ja, also auf allen Ebenen, die mir überhaupt so zugänglich waren, die ich als reich empfunden habe. Ich war perfekt, so wie ich war, mit einer jungen Familie und so weiter. Und ja, und was passierte? Ich habe von heute auf morgen alles, alles, alles verloren. Wirklich alles verloren. Ich habe dann von einem relativ hohen Luxusstandard, den ich schon hatte, auf einmal in Treppenhäusern übernachten müssen, um mich zu erfrieren im Winter. Also das war eine ganz grausame Erfahrung. Und ich habe eigentlich, um nicht entdeckt zu werden, habe ich mich dann eben nach ganz oben auf die Böden versteckt, ja, wo in den Treppenhäusern zu meiner Zeit, ist ja natürlich immer noch so, dass es eben, wenn die Häuser nicht abgeschlossen werden, wurden sie damals nicht, oben am wärmsten ist und da oben ist dann auch abends keiner mehr hochgegangen. Also das habe ich dann schon getan und habe dann einfach mal unendlich über mein Leid geklagt und einfach geweint und geschrien und so weiter und so weiter. Also warum ich, warum das? Und plötzlich, das hat ist nicht sofort gekommen. Das hat schon so ein paar Tage gedauert, wenn nicht sogar ein, zwei Wochen, wo das Leid so schlimm war, dass ich mal nicht daran gedacht habe, mich umzubringen. Gebe ich ganz offen zu, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Familie verloren, alles verloren. Ich sagte es bereits. Und plötzlich kippte das um in das, was ich eben gerade beschrieben habe, in einen Zustand der fundamentalen Erkenntnis, dass ich im Grunde genommen all diesen sogenannten Luxus, den ich hatte, der mich nur abgelenkt hat, die Dinge habe ich alle gar nicht gebraucht. Natürlich die Familie, ja, natürlich. Aber ich habe genau erkannt, dass das ein ganz wichtiger Prozess war, sonst wäre auch mein Seelenplan in eine andere Richtung gelaufen. Und in dem Moment, wo ich das erkannt hatte, bin ich wieder wie Phönix aus der Asche, aber aus einer ganz anderen Grundhaltung heraus aufgestiegen. Ja, wo mir Geld dann nicht mehr wichtig war. Und ich habe es geschafft, großen Verlockungen zu widerstehen. Als Forschungsleiter mit Verträgen, die ich mir ab und zu mal anschaue, wenn ich nochmal irgendwie ins Wanken kommen sollte. Zweimal habe ich das getan. Also wirklich Top-Angebote mit Traumgehältern, die ich ausgeschlagen habe. Wie gesagt, ich brauche das nicht. Ich komme auch mit wenig zurecht, weil das, was mich wirklich glücklich macht, ist mit Geld nicht zu bezahlen. Ja, vielen, vielen Dank, dass du das geteilt hast. Also ich habe tatsächlich eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Also ich habe auch innerhalb von einem Jahr auch alles verloren, was mir damals wichtig war, was mein Leben bedeutet hat, ne? Das Zuhause, die Familie, alle finanziellen Mittel, die ich hatte, und bin aber dadurch wirklich komplett, also gezwungen worden, direkt, also komplett nach innen zu gehen Ja. und wirklich mich mit den, also mich mit den wahren Werten und dem wahren Seelenweg, also mit diesen wirklichen, echten Fragen auseinanderzusetzen. Und zwar im Nachhinein war es das größte Geschenk, hat mich auch auf meinen Weg gebracht. Und vor Ja. allen Dingen, vielleicht würde ich jetzt, ne, weil ich habe damals halt im Wald gelebt und wollte da auch den Rest meines Lebens verbringen, vor allen Dingen hat es mich auch wieder in die Se Gesellschaft gebracht. Und dann möglicherweise wäre, ne, das, was wir jetzt auch so millionenfach in die Welt bringen, gar nicht möglich gewesen, weil ich immer noch im Wald sitzen würde. Ich weiß es nicht. Aber das ist interessant, weil ich habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die auch so gerade wie du das beschrieben hast, die ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wo erstmal so wirklich alles weggebrochen ist und dann sind sie halt auch wirklich so zu ihrer Mission gekommen. Ne? Das ist interessant. Ja, bei mir war das ähnlich. Also ich hatte sicher schon 20 Mal Selbstmordgedanken. Mein früheres Leben war wirklich ein leidvolles, trauriges, verkümmertes Ich. Nicht immer natürlich, aber schon oft war ich wirklich, zum Beispiel nach dem Ausgang, wir haben viel Alkohol getrunken und ich bin dann immer einfach nach Hause gelaufen, habe mich gefragt, okay, soll ich jetzt in einen Flieger steigen und einfach weg von hier, weil ich halte das nicht mehr aus? Oder soll ich mir wirklich das Leben nehmen, weil ich halte das nicht mehr aus? Ich habe manchmal einfach irgendwo, am morgens um 3 habe ich einfach irgendwo in einer Ecke gepennt, weil ich einfach keine Energie mehr hatte, keine Lust zu leben. Manchmal hat es sogar einmal hat es geregnet und ich bin einfach dort, es war scheißegal. Also das war schon heftig, heftig. Und ja, dann irgendwie
Irgendwann kam Anthony Williams zum Beispiel in mein Leben und ich habe begonnen, irgendwie mich um mich selber zu kümmern. Vorher war es eher Selbstzerstörung und dann habe ich mich um mich selber gekümmert. Ich habe gemerkt, was mir gut tut, ernährungsweise und so weiter. Jetzt bin ich da, sagen sehr viele, ein bisschen extrem geworden, aber wenn ich merke, das tut mir gut, ich konnte aufmachen, dann mache ich das einfach weiter. Und jetzt versuche ich auch irgendwie öffentlich das zu tun, was ich halt mache. Das hätte ich früher auch nicht machen können. Deswegen bin ich natürlich auch sehr dankbar, ja, für den Lebensweg, den ich machen durfte. Es war genau so. Ich sagte ja bereits, es muss nicht immer so sein, aber sehr, sehr oft sind das die Prozesse, die mich, die anderen wirklich erwecken. Das war wirklich ein Erwachen. Ja, deswegen weiß ich, was Erwachen der Menschheit bedeutet. Ja, sehr, sehr schön. Und übrigens bei mir war es auch der Wald. Ich bin dann von der Treppenhausgeschichte ja, runter mit der fundamentalen Erkenntnis und ich habe so viel Kraft auf einmal und Freude wieder erfahren. Hatte eigentlich der eigentliche Grund der Freude war die Erkenntnis, ich lebe und ich bin frei. Ja, also es war, kannst du nicht so erklären. Du kennst das, ich weiß es. Und bin dann auch in den Wald gegangen, weil wo soll ich hin? Ich wollte nicht meine Eltern damit belästigen, wollte auch keine Freunde belästigen. Ich wollte das alleine mit mir durchmachen und bin in den Wald gegangen, habe es geschafft, irgendwie so mit so Plastikfolien mich so ein paar Tage im Wald zu verstecken. Und das war dann der Einstieg und dann bin ich so wie Zarathustra vom Berg runtergekommen und wieder in die Welt eingestiegen, aber eben als ein Neuer. Ah ja, wunderschöne Geschichte. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ja, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall noch spannende Themen fürs nächste Mal. Aber jetzt finde ich das einfach super inspirierend, was du mit uns geteilt hast. Vielen Dank auch für deine Einsichten. Und ich finde es spannend, dass also ich kann wirklich alles 100% oder schreiben, was du geteilt hast, nur dass du halt von einer ganz anderen Richtung kommst, nämlich auch von dieser empirischen Seite, wirklich die Dinge auch nochmal auf einer wissenschaftlichen Ebene zu erklären. Und ja, also total faszinierend. Und das ist ja auch das, was wir so gerade in diesem Erwachensprozess ja auch immer wieder erleben, dass die Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen oder Ebenen kommen und aber die Erkenntnis am Ende sehr, 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 sehr ähnlich ist. Ja. Und daran kann man auch erkennen, dass da eben auch eine ganz tiefe Wahrheit sich dahinter verbirgt. Bei dir ist es genau so. Ja. Ja, und ich danke dir auch für dieses wunderbare Gespräch. Und das hast du wirklich zustande gebracht, dass ich über Dinge geredet habe, über die ich normalerweise nicht mehr so gern rede. Aber es hat sehr schön gepasst jetzt, ja. Und bin auch dafür dankbar, weil es ist mal wieder rausgekommen und diese Anschauung aus dieser Phase heraus, das erklärt mir auch sehr viel. Und es gibt auch in dieser Zeit, in der Gegenwart, Momente, wo ich ins Wanken komme, das gebe ich zu. Aber da brauche ich dann immer wieder diese Erinnerung und zwei von diesen Geschichten sind zum Beispiel diese Erinnerung. Ja, stimmt. Sehr, sehr schön. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit und dass du uns inspiriert hast. Gerne, Lieber echt. Dieter. Ja, ihr Lieben, vielen Dank für eure Unterstützung. Teilt gerne diesen Beitrag auf allen Kanälen. Schaut euch die Infos unter diesem Beitrag an. Vielleicht ist bei euch was Spannendes dabei. Und ja, liebe Grüße nach Griechenland, aus Portugal und nach Deutschland. Danke, Dieter. Ich danke. Ciao. Ciao. Ja, wundervoll. Es bleibt spannend hier auf dem Planeten Erde. Und ja, ich finde, wir müssen schon auch ein bisschen das tun. Nicht nur einfach hoffen, dass die Lichtkräfte schon gewonnen haben. Wir können diese Energien ausnutzen, obwohl sie manchmal auch, wie gesagt, zuerst. Und alle drei, also sie zwei haben jetzt gesagt, sie mussten zuerst unten durch und ich auch. Und das kann ja jetzt auch sein, dass die Energien uns zuerst unten durchbringen und dass wir dann fliegen können. Wir werden es sehen. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal.